In diesem Video. Verschwindet ein Truck im Wald? Habe ich einen Freund? Schaut die zweite Reihe zu und liegt Werkzeug rum. Jo, Leute, es ist heiß, 32 Grad, ich fass es nicht. Ich hatte eigentlich mit Regenwetter hier gerechnet und kühlen Temperaturen. Aber so ist auch geil, wir fahren an Badesee. Tja, Leute, ich bin gerade ein bisschen überrascht. Meine Motorkontrollleuchte ist aus. Ich habe sie nicht zurückgesetzt. Co-Pilot, hast du zurückgesetzt? Nee, oder? Friedrich? Nee, niemand. Die ist aus? Hä? Das ist ja seltsam, ey. Weiß auch nicht, was ich davon jetzt wieder halten soll. Und da ist er wieder, der Fehler. 5 Minuten, nachdem ich das gefilmt hatte, ist er wieder zurück. Was bin ich beruhigt. Oh, jetzt wird es hier fast schon stressig, denn wir biegen nur ab. Ui, ist richtig was los hier. Ich glaube, wir sind da, Badesee, irgendwo in Schweden. Und ich frage mich, wo die jetzt hinfahren. Voll in den Wald. Und es bellt wie blöd. Tja, abgesoffen im dritten Gang. Wenn Emma das schafft, dann schafft Zottel das auch. Also zumindest das hier. Ja, Motorkontrollleuchte, ich hab dich zu früh gelobt. Ufe hier. Du liegst nicht voll in der Sonne. Naja, da unten ist der See. Ich sehe schon nackte Menschen. Schatten. Kommt zwar kein Strom rein über das Solar, aber egal. Läuft mal wieder einer durchs Bild, ne? Kennen wir, macht sonst immer Edu. Aber jetzt hat Katar den Job übernommen. Da hinten im Wald seht ihr vielleicht eine schwedische Fahne. Das wäre eigentlich der Spot gewesen, wo wir hin wollten, aber der ist belegt und blockiert. Deswegen bleiben wir hier. Und hier durch den Wald, See. Ordentlich aussehendes WC-Häuschen und das Ganze ist ein offizieller Badeplatz. Und bei den Nachbarn beginnt jetzt schon Campingverhalten. Da kommen schon die Stühle raus. Machen alle Schweden, wirklich. Ja, man muss ja sich integrieren dann, ne? Das gehört dann dazu, da muss man sich... Ja, nicht ja. Immer so diese nee, genau, die komischen Deutschen, die kein Campingverhalten zeigen, das geht ja nicht. Wenn man mal kein Problem hat, den perfekten Spot für den Truck zu finden, dann gibt es das Problem, wo jetzt die Hängematte hin, an welchen Baum? Ah, das sind die Erstweltprobleme. Erstweltprobleme, ja, wirklich schlimm. Wald lauter Bäumen. Entweder müssen wir jetzt den Baum versetzen oder den LKW. So, auf einen schönen Sonntag. Ja. Prost! Prost! Ach, Sonntag. Genau. Wie jeden Tag. Das ist der heißeste Tag meiner gesamten Tour ever. Und morgen wird es noch wärmer. Ja, da wo wir sind, scheint da die Sonne. Dann bleibe ich wohl hier, ne? Ja. Das habt ihr jetzt davon. Kein Regen mehr bei uns auf dem Kanal. Geil! Und nicht mal eine Wolke, Leute. Nee, nix. Wir haben sie voll abgeschossen. Hammer. Voll das. Ole. Den muss man permanent bestreicheln. Das ist mein Job, deswegen mache ich heute nichts. Ich muss hier sitzen und streicheln. Ein wichtiger Job heute. Mhm. Kannst du nicht sagen, du machst nichts. Weil wenn ich aufhöre. Ist ja klar. Ach, guck. Kommt der traurige Blick. Oh, keiner liebt dich. Du kriegst nie Streicheleinheiten. Ganz da kann man nicht widerstehen. Und farblich sieht der auch fast aus wie der Co-Pilot. Ja, farblich genauso grau wie der Co-Pilot. Die Sonne steht schon tiefer, die Hunde bellen. Was geht ab? Es wird gekocht, es riecht nach Essen. Lustigerweise ist keiner mehr hier, alle sind irgendwie verschwunden und lassen mich hier mit dem leeren Tisch allein. Ha, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Wir wollen mal in die Küche gucken. Ja, hier brutzelt die Reste von gestern. Ja, das ist immer gut. Und noch neuer Nachschub. Noch mehr Nachschub? Ja. Na ja, heute sind wir mehr. Es sind ne? mehr hungrige Mäuler zu finden. Gut, da sitzt auch schon eins. Ja. Rückt immer näher. Ja, heute kein Mülleimer erreichbar, deswegen muss ich hoffen, dass was vom. Das was abfällt, ja. Wie war das mit dem Kacken? Ja. Hat sie abgeschafft. Abgeschafft, hat sich geändert. So. Da unten werden wir jetzt gefilmt. Von hier oben hat man einfach immer wieder eine geile Aussicht aufs Volk, aufs Niedere. Aufs niedere Fußvolk. Ja, überall wird gut gearbeitet. Markus macht einen Salat und ich mache einen Film. Michael mit seinem Mitsubishi und Dachzelt steht ein bisschen abseits, aber ist gerade auch am Kochen. Christian, schnell! Ja, ich bin schon schnell. Er flitzt wie der Blitz. Die Pfanne ist heiß und schwer mit unserem Essen drin. Sei bloß vorsichtig. So. Nicht den Hunden geben aus Versehen. Nein.
guck mal, hier, das noch. Das auch noch. Oh, ich kann mir das jetzt nicht selber besorgen. Das muss Katja machen. Ich besorg's dir mal. Komm. Hallo? Du, halt oh, mal Christian fest. Ist ja auch noch da. Ja. Wo ich doch gerade Kai besorge. Ohne das reicht, danke schön. Ach, ihr seht schon, wir essen das gleiche wie gestern, nur ein bisschen anders. Bei uns gibt es immer das gleiche, nur ein bisschen anders. Zweite Reihe guckt auch schon ganz hungrig und knurrt vor sich hin. Aber, ja Jungs, Mädels, sorry. Unsers. Ja, habe ich da vielleicht einen Deckel drauf? Und die kleine Hexe guckt auch schon raus. Also ich meine jetzt nicht Christian, sondern hier Lotte. Beck hat sich aber schon wieder verdächtigt. Ja. Der Salatlieferant fehlt noch. Ja, Salat ist auch überbewertet. Das Essen ist weg. Ole streunert da hinten durchs Gelände. Und jetzt kommen die Mücken. Aber wir haben da was dagegen. Aber Markus hier hat einen Insektenvernichter dabei. Oder Verscheucher, ne? Mit was läuft der jetzt? Gas. Und der hat oben so ein Plättchen. Und das verdampft so eine Chemie, die eine bestimmte, ich weiß den Namen gerade nicht, das simuliert quasi den Geruch einer bestimmten Blüte, die okay. die Insekten in so einem Kokon halt weghält. Ah ja, also wir haben jetzt eine Glocke gebildet über uns praktisch. Und das haben dir deine schwedischen Nachbarn empfohlen? Genau, Thermazell heißt das Ding. Thermazell mit Powergas. Okay, mal gucken, ob wir hier nachher alle tot umfallen oder noch sitzen. Das werdet ihr dann sehen. Ich bin ja froh, ist der Co-Pilot heute nicht mit bei uns. Der wollte von diesem Wein sicherlich was probieren, ne? Hans Bär, ihr seht den Bär auf dem Fahrrad. Der hätte uns da sicher komplett weggesoffen. Christian ist schon wieder am Gähnen. Ihr habt es gerade knapp verpasst, weil ich ein bisschen verspätet angestellt habe. Ist überhaupt im Bild? Christian, wink mal, wo bist du? Ah, doch, da hinten. Sieht man mich überhaupt? Ja, schwierig. Halt ihm mal die Kerze in die Haare. Ins Gesicht. Friseur kommt erst übermorgen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe ein Weinglas in der Hand. Nein, auch nicht. Wart mal kurz. Muss euch mal kurz in die andere Hand nehmen. Es gibt Schokolade. An sich nichts Besonderes, aber es gibt hier Popcorn-Schokolade, die ich dann doch noch nie hatte. Mach mal auf, Markus. Ist immer gut, wenn man Handlanger hat. Ploppt's da jetzt schon raus, oder? Ja. Müssen wir die noch über die Kerze halten. Die hast du aber schon fein gewürfelt. Ja, natürlich. Kleine Stücke. Bitte, ja. Mmh, das schmeckt wie Nippon, kennst du? Mhm. So in die Richtung, oh geil. Das ist ja, oh, ich liebe Nippon eigentlich, kauf's mir aber nie. Ich weiß auch gar nicht, ob es das irgendwo gibt noch. Brauchst du jetzt nicht mehr. Nippon, ich denke, geil. Ich denke, es schmeckt wie Nippon mit Karamell. Ja, der Schokoanteil ist größer. Geil. Markus, danke für den Hinweis. Ja, gerne. Sehr cool, kommt leider 6 Monate zu spät. Sieht echt lecker. Ja. 2 Uhr nachts, Zeit ein paar Stunden zu schlafen. Co-Pilot und Friedrich hatten einen gechillten Abend und Co-Pilot hat zugeschlagen und die Bamsumums-Tüte von Tom und Doreen ist Geschichte und leer. Es hat ihm hervorragend geschmeckt und er hat sich riesig drüber gefreut. Ich freue mich jetzt aufs Bett und schlafe mal ein paar Stunden und dann geht es hier vermutlich irgendwann irgendwo wieder weiter. Gute Nacht und bis morgen. Nothing out there could ever stop me. Schönen guten Morgen an diesem Sonntag. Unglaublich, es fühlt sich an wie in Südfrankreich. Kein Scherz. 10 Uhr, warm, Schweden. Uns Ole liegt schon draußen, Paula auch. Oh, guck an, Markus ist da. Alle Mann beieinander. Moin. Hier, ihr seht also, wir sind hier bei weitem nicht alleine. Sind auch neue Gäste dazugekommen. Das hier ist ein ehemaliger Campingplatz, der jetzt nicht mehr in Betrieb ist. Aber man kann hier noch schön kostenfrei stehen am See. Da geht man jetzt mal hin. Nettes Toilettenhäuschen im Wald und dann ein Baum und Wasser. Und man kann hier schön weiterlaufen entlang des Sees. Da kommen noch weitere Buchten, die noch ein bisschen ruhiger sind als hier der Hauptstrand. Und ansonsten noch eine riesen Liegewiese. Und es kommen schon die ersten Badegäste. Es ist nicht so einfach zu filmen. Ja, ich bin etwas spät dran, habe dann halt heute doch bis 9 Uhr gepennt. Wurde dann von der Wärme im Van so leicht geweckt.
Jetzt haben wir 10 Uhr und ich latsche über eine trockene Wiese in Schweden. Rein ins Wasser kann man entweder per diesem Teil ganz sanft oder direkt im Sand oder über einen Steg. Jetzt frage ich mich ja, wie warm ist wohl das Wasser? Bin mal mutig. Ach Gott, ist ja warm. Nee, Leute, also da gehe ich nicht rein. Ist viel zu warm. Ich als Wikinger, als Doppelwikinger und der auf den Lofoten gebadet hat, der kann hier nicht reingehen. Das ist ja peinlich. Viel zu warm. In der Vor- und Nachsaison soll hier sehr wenig los sein. Jetzt Hochsaison, Mitte Juli und Bombenwetter ist natürlich deutlich mehr los. Versteht sich von selbst. Das mal der kurze Rundgang hier. Wird schon ein bisschen komisch angeguckt, weil ich hier film. Badende Gäste und Kamera ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Deswegen gehe ich jetzt zurück zum Camp. Oh, eins noch. Hunde sind hier nicht erlaubt. 10 Uhr in Schweden, da hinten wird gebaut und gehämmert. Die haben recht früh angefangen, glaube ich. Und 10 Uhr, der Parkplatz schon befüllt ein wenig mit Autos. Bist aber der Teufel los. Alles bellt, was vier Beine hat. Oh je. Steht schon wieder das Bier auf dem Tisch oder trinken sie noch Kaffee? Nee, ist noch Kaffee. Ist noch zu früh für Bier. Hey, hey. Lotte dreht die da am Rad. He? Guten Morgen. So, heute Sonntag. Ne? Sonntag ist gesunder Ernährungstag. Es gibt nur Kohl, Spitzkohl. Sonst nix. Lecker. Wir sind heute vegetarisch unterwegs. Selbst der Hund fährt drauf ab. Heute läuft genauso viel wie gestern. Die Bande sitzt wieder da und isst. Einer hat keine Hose an. Der andere verwickelt sich immer unterm Tisch. Wir sagen jetzt mal nicht, bei wem was anliegt. Aber hier, uns Markus hat gekocht. Und zwar wie ein großer. Ich sollte das jetzt mal schnell essen, denn sonst frisst der Hund. Ne? Ich habe eine neue Freundin. Ja. Die sieht nämlich aus wie mein Puschel. Ja, Markus, vielen Dank fürs Kochen. Gerne. Und lassen wir es mal schmecken uns. Puschel. Erinnert ihr noch euch? Das ist wieder so windig. Erinnert ihr euch noch? Mein Driveman-Ladekabel habe ich irgendwann mal geschrottet, ne? Habe ich ja gezeigt. Jetzt habe ich hier die Elektriker-Experten schlechthin, die das reparieren können. Wir haben in Erfahrung gebracht, was wohin muss und wie gelötet. Christian, Elektriker für Mensch und Tier und Elektrik, hat einen Lötkolben, der alte Löter. Und Markus kennt sich aus mit allem anderen. Und ich bin halt auch hier. So, einer hat richtig Durst gekriegt nach der Aktion jetzt. Wir haben hier, also die Jungs haben hier gelötet, geschnitten und geflucht. Nein, geflucht habe ich. Aber wir gucken jetzt mal, ich habe den E-Scooter schon wieder angeschlossen an die EcoFlow. Die hat zum Glück noch Saft. Und es brennt noch nicht. Die LED brennt rot. Das heißt, es lädt, es fließt Strom und es läuft. Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la 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 love me, keeping me up two cups of coffee. Schönen guten Morgen. Es ist praktisch unfassbar. Ich trete vor die Tür. Es ist Sonntag und immer noch schönes Wetter. Das hatte ich schon lange nicht mehr. So viel Sonne, so lange, unfassbar. Sagte ich ja schon. Und es geht mit Superlativen weiter. Der Scooter ist wieder vollgeladen. Ist das geil? Wir können wieder durch die Gegend cruisen. Die Batterie ist schon aus. Haben Inverter ausgemacht. Und wir sind wieder voll. Wie eine Haubitze. Aber ich sage euch auch, heute ist vorbei mit Lotterleben. Irgendjemand müsste hier noch die Silvi-Gläser wegmagnetisieren. Ihr seht auch schon, ein Van ist weg. Die Hunde verstecken sich. Wir fahren heute weg. Und ab. Guten Morgen, Kater. Morgen. Denn heute ganz wichtig. Zuletzt habe ich das gemacht kurz vor meinem Geburtstag im März, Mitte März. Jetzt haben wir Juli. Hier, ne? Die Wolle auf dem Kopf kommt heute runter. Seht ihr das? Ich kau noch.
gerade den letzten Bissen meines Frühstücks verschlungen. Geht los! Emma pumpt sich schon fahrbereit. Wir verlassen den Spot und gehen mal woanders hin. Dann mal los. Wir haben uns problemlos hier aus unserem Wald zurück auf den Schotter gekämpft. Und auch Emma sieht ganz schön groß aus, wie sie da aus dem Wald schießt. Für sie natürlich überhaupt kein Problem. Und jetzt fahren wir mal. Ich glaube, einkaufen ist der nächste Stop. Es ist übrigens schon kurz vor 10 oder erst. 28 Grad und das Team schwitzt. Da wären wir, ein IKA. Wir gehen mal kurz ein bisschen einkaufen. Die Vorräte werden knapp. Also gehen wir mal einkaufen. Das erste Mal in Schweden in einem IKA in Fleecejord oder irgendwie so. Hoffentlich ist er klimatisiert. Ist echt warm. Wo geht's denn rein? Aha. Hier lang. Oh, das geht hier schon wieder ganz gefährlich los. Nämlich nicht mit Gemüse und das ist ein ganz anderer Aufbau. Uiuiui. Nachdem wir kein Brot mehr am Start haben, brauchen wir Brot. Was ich natürlich heute nicht dabei habe, ist ein Zettel. Ich laufe hier praktisch planlos durch die Gegend. Dose Thunfisch für den Co-Pilot. Der hat wieder Bock drauf, habe ich gehört. Halten wir uns an die Regel, rote Milch zu kaufen. Ist das in Schweden auch die richtige? Kaufen wir vorsichtshalber nur 1 Liter. Das macht die Gemüsefraktion. Eine Gurke vielleicht. Aber also ich weiß ja jetzt nicht so genau. Aber die Gurken, die haben schon lange kein Wasser mehr gesehen. Haben die überhaupt mal Wasser gesehen? Ja, voll klein. Aber hilft ja nichts. Irgendwas müssen wir ja essen. So, auch alle. Oh, die leere Verpackung steht, glaube ich, noch im Kühlschrank. Verdammt. Tja, die gute Popcorn-Schokolade, ne? Made in Sweden. Ist Werthers eigentlich schwedisch? Da, ich habe noch nie so eine große Auswahl an Werthers-Zeug gesehen wie hier. Da hinten steht auch Promotionsware im Regal. Und ansonsten, oh, Smash gibt es hier auch. Aber Bamsemums vermutlich nicht. Schlechte Nachrichten für den Co-Pilot. Kleiner Einkauf heute. Wir haben ja Samstag hier noch Zeit und Möglichkeiten. So, ist immer noch sonnig und heiß. Das war der Einkauf. Die zwei sehen aus, als würden sie warten. Hast du Smash gesehen? Ja, habe ich gesehen. Hast du Smash gekauft? Nee, aber die Popcorn-Schokolade. Wir auch. Habt ihr noch süße Stücke gekauft? Ja. Gut, dann stand ich auch davor, haben wir gedacht, nee, kauf jetzt das nicht. War gestern, das lange. Ja, habt bestimmt ihr gekauft. Ja, ja. Gut. Jo, dann. Wir teilen auch. Bin ich ja froh. Ja. Dann weiter. Ja. Nächster Stop, Heimat. Ja. Alles klar für die Abfahrt. Koblo und Friedrich sind noch da und schwitzen vor sich hin. Ist es eigentlich legal, die so im Auto sitzen zu lassen? Ich weiß gar nicht. Ein bisschen durch Schweden gegondelt, sind wir jetzt wieder da. Kata hat kurz den Volvo aus dem Weg gefahren. Und wir können jetzt hier aufs Grundstück und diesmal fahren wir über den super festgefahrenen Kies ein Stückchen weiter aufs Grundstück. Und wir fahren hier links hin. Da ist das Gras grüner. Zottel steht jetzt erstmal im Schatten. Solarpanel ist schon raus. Irgendwann kommt die Sonne rum. Dann können wir die EcoFlow wieder füllen. Die ist nämlich auf 16% runter nach dem nächtlichen Laden des E-Scooters. Mit Emma wird jetzt noch der Pelz gewaschen. Kriegt eine Hochdruckreinigerwäsche. Einmal möchte ich ja noch erleben, dass ihr euch am nächsten Tag an mich erinnert und nicht bellt, Verräterbande. Mann. Schon praktisch, wenn man einen eigenen Brunnen und ein riesen Grundstück hat. Autowaschen auf der grünen Wiese. Die Wasserspiele können beginnen. So, jetzt guckt mich noch mal ganz genau an. Ganz viele Haare auf dem Schädel, halbes Schaf. Und das ändern wir jetzt, denn es kam endlich Hilfe nach vielen Monaten.